Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt auf Dauer keinen wirtschaftlichen Fortschritt, ohne dass die Wissenschaft nicht gepflegt wird. Diesen Satz sagte vor vielen, vielen Jahrzehnten Konrad Adenauer, und er ist für uns heute noch genauso aktuell, wie er damals ihm erschien. Wir wollen, und das werde ich jetzt gleich direkt an vielen Beispielen zeigen können, wir wollen darauf achten, dass wir nicht nur fördern und fordern, das hatten wir heute ja schon mehreren Debatten, diese Wortpaarung, sondern wir wollen, dass die Maßnahmen in unserem Bereich auch nachhaltig sind. Dieser Begriff Nachhaltigkeit ist natürlich vielleicht manchmal auch ein bisschen abgegriffen, aber ich möchte auf den eigentlichen Wortsinn zurückkommen. Der eigentliche Wortsinn ist, wir wollen etwas schaffen, das auch in Zukunft Wirkung entfaltet. Und zwar über die heutige direkte finanzielle Förderung hinaus. Das ist ganz wichtig. Nur dann entsteht das, was wir alle wollen, nämlich die Dynamik im Wissenschaftssystem. In den vorgelegten Programmen oder auch Bund-Länder-Vereinbarungen der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz finden wir eine ganze Reihe dieser Nachhaltigkeitsmerkmale. Ich möchte vielleicht an ein oder zwei Stellen das zeigen. Bei der neuen Exzellenzstrategie zum Beispiel haben wir die Exzellenzuniversitäten jetzt auf der Grundlage des Artikel 91 langfristiger gefördert. Und diese langfristige Planungssicherheit bedeutet natürlich, dass damit auch langfristig wirkende Veränderungen ermöglicht werden. Oder schauen Sie sich die Exzellenzcluster an. Wir haben hier bei den Exzellenzclustern diese zusätzliche Strategiepauschale, die wir ja auch schon heute einmal erwähnt hatten. Was können wir dadurch erreichen? Diese Strategiepauschale ermöglicht es den Universitäten, zum Beispiel strategische Veränderungen vorzunehmen. Sie können Profilbildungen finanzieren, Schwerpunkte machen. Sie können etwas schaffen, was der gesamten Universität nicht heute, sondern vor allem morgen zugutekommt. Auch das, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt und zeigt auf die Nachhaltigkeit der Exzellenzclusterförderung hin. Oder nehmen wir das Tenure-Track-Programm. Das Kernstück der Förderung der wissenschaftlichen Nachwuchs ist in der jetzigen vorliegenden Bund-Länder-Vereinbarung. Es geht über die bloße Schaffung der zusätzlichen Stellen hinaus, die für sich ja schon langfristig wirken. Aber wie geschieht das? Bund und Länder werden nämlich im Gegenzug dafür, dass es hier zusätzliche Stellen gibt, auch etwas fordern von den Universitäten. Und das ist etwas, was eigentlich Frau Gohlke besonders gut gefallen müsste. Leider hat sie allerdings gemeint, es fehlt. Wir verlangen nämlich ganz klar eine Personalentwicklungsplanung. Und eine Personalentwicklungsplanung ist der übergeordnete Begriff zu einer Personalstrukturplanung. Und das, was Sie an Gleichstellung einfordern, ist ein Teil einer Personalstrukturplanung. Also das ist genau Eingangsvoraussetzung zur Förderung. Und das wollen wir, wir alle wissen, ob wir über Mentoring sprechen oder Coaching oder fachliche Weiterbildung oder eben Gleichstellungsziele, die wir haben. Mit einer guten Personalentwicklungsplanung kann man langfristig viel, viel mehr erreichen als mit irgendeinem Gesetz oder irgendeinem Sonderprogramm. Sie erzeugt nämlich erst einen Bewusstseinswandel in den Einrichtungen. Und den brauchen wir dringend und auf das gehen wir jetzt auch ein. Und wir setzen gleichzeitig mit den neuen Bedingungen auch das klare Signal, dass Kinder eben kein Hinderungsgrund sind für Karriere. Simone Ratz hat es eben schon ausgeführt. Das ist einfach ein Signal zu sagen, die Karriere kann auch erfolgreich sein, gleichzeitig mit Familiengründung. Die persönliche Lebensplanung kann so gemeinsam mit dem Beruf vereinbar gemacht werden. Und das ist ein klares Bekenntnis auch zu der Lebensplanung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch ein klares Bekenntnis, dass Gesellschaft Kinder braucht. Auch das ist sicherlich ein Signal von Nachhaltigkeit, würde ich sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir als Wirtschaftsnation auch in Zukunft Bestand haben wollen, dann müssen wir, und das zeigen auch diese drei Programme und Vereinbarungen ganz deutlich, dann müssen wir unsere Wissenschaft nachhaltig pflegen. Die vorgelegten Programme, die wir heute haben, die wir heute andebattiert haben, oder es wird sicherlich nur ein Zwischenschritt sein, sind auf jeden Fall aus meiner Sicht ein weiterer extrem wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Hochschulsystems und damit gleichzeitig zur Sicherung einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke auch für die präzise Einhaltung der Redezeit. Nächster Redner ist